Manche Jahreszahlen brennen sich ja ins kollektive Gedächtnis mit Ereignissen ein. Also zum Beispiel, wenn man an 1989 denkt, denkt man an den Fall der Mauer. Wenn man an 2001 denkt, sofort an den 11. September. Und ich denke mal, dass für unsere Generation gelten wird, dass das Jahr 2008 in Erinnerung bleiben wird als das Jahr, in dem die große Krise begann. Das Jahr, in dem die Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen ist und jene große Krise losgelöst hat, die seitdemher unser Denken, die Feuilleton-Debatten, die Wirtschaftsdebatten, eigentlich alle großen Debatten beherrscht hat. Und darüber ist halt viel geschrieben worden, darüber ist viel geredet worden. Und jetzt hat Frank Schirmacher, Feuilleton-Ressortchef der FAZ und auch Mitherausgeber, ein Buch darüber geschrieben, was er Ego, Spiel des Lebens genannt hat. Wir haben es beide gelesen. Was würdest du sagen? Ist es eins von vielen Büchern darüber und ist es ein besonderes? Und wenn ja, warum ist es so besonders wegen des Autors? Was schon etwas ganz Besonderes ist, ist eigentlich, dass du, wie du es auch aufgeführt hast, eingeleitet hast jetzt, dass du versucht hast, an einem bestimmten Datum mit der Pleite, mit dem Pleitegehen von Lehman Brothers halt den Beginn von etwas darzustellen, wobei in Wahrheit ja eigentlich die Finanzkrise viel eher losgegangen ist, bereits im Herbst 2007. So, und ich denke, es ist genau dieser Punkt, den Frank Schirmacher auch versucht aufzugreifen in seinem Buch, dass es um einen viel längeren Prozess geht, als einfach nur um einen einmaligen Zusammenbruch von irgendeinem bestimmten System oder dergleichen, sondern dass er aus einer sehr langen historischen Geschichte, also aus einer langen Historie heraus versucht, diese Finanzkrise zu erklären und unsere heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu erklären. Und dabei setzt er eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts an. Das Besondere an diesem Buch ist vielleicht tatsächlich doch auch der Autor. Es gibt ja, wie du selber gesagt hast, etliche Veröffentlichungen, die sich mit der Geistesgeschichte dieser Finanzkrise schon bereits auseinandersetzen. Aber das Besondere ist dann doch Frank Schirmacher selber, der als Feuilletonchef, als Konservativer, eine doch recht radikale Kapitalismuskritik formuliert, die einige neue Punkte beinhaltet. Und ich denke, viele Argumente, die vorher eher einer alternativen linken Öffentlichkeit offen gestanden hat und auf einmal anschlussfähig an unterschiedliche Gruppen macht. Und hierzu verwendet er natürlich diesen Begriff des Egos und versucht halt, das Denken des einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um ein Verständnis dafür zu schaffen, wie diese Krise entstanden ist, rückt das Individuum und nicht irgendeinen großen Systemkonflikt zwischen Klassen, Arbeiterklasse, Kapitalisten oder dergleichen in den Mittelpunkt. Und ich denke, das ist etwas Besonderes an diesem Buch. Und vielleicht fasst er das ganz gut mit dem Begriff des Monsters zusammen, was ja halt irgendwie in dieser Krise wieder entstanden ist und was irgendetwas auch mit jedem einzelnen Menschen zu tun hat. Ja, den Begriff des Monsters, den fand ich auch sehr interessant. Generell fand ich, dass er eine sehr, sehr interessante Art hat, mit Sprache umzugehen in diesem Buch. An der Metapher des Monsters macht er ja fest, wie sich die Menschen diese Krise erklären. Also er sucht sich ja er erklärt, dass die Menschen sich einen Schuldigen für die Krise gesucht haben. Und da zieht er eine Parallele zum 19. Jahrhundert. Er denkt erstmal zurück an die Zeit, als die moderne Naturwissenschaft entstand, eine Revolution in der Technik, die industrielle Revolution kam und mittendrin ein Buch erschien von Mary Shelley, Frankenstein. Und bis heute kennen wir ja Frankenstein und verwechseln Frankenstein oft mit dem Monster, also mit Frankensteins Monster, was Dr. Viggo Frankenstein in diesem Werk erschafft. Und ähnlich denken sich ja viele Leute, hat die Krise funktioniert, dass es gierige Investmentbanker gibt, Mad Scientists der Ökonomie, die ein Monster losgelassen haben, das wir nun nicht mehr zurück in die Flasche stecken können, wenn man so will. Und er analysiert dieses Bild ja natürlich als einen gewissen Trugschluss. Er sagt ja, im Prinzip ist es nicht ein Monster, das ungebändigt losgelassen wurde, sondern die Krise tatsächlich eine internalisierte ist, eine, die in uns selbst funktioniert, die auf Basis einer Logik funktioniert, die wir ja alle akzeptiert haben. Ja, ich denke, dieser Punkt ist wirklich wichtig, dass er da den Bruch macht mit dem Versuch, die Krise halt einzelnen oder in einer bestimmten Art und Weise des Handelns, was einzelne Menschen hatten, in die Schuhe zu schieben, diese Ursache darin zu finden, was auch total sinnvoll ist, unterm Strich. Wenn diese Vorstellung davon, dass die Gier, also eine negative Leidenschaft eines einzelnen Bankiers, eines Bankers oder sowas, dazu geführt hat, dass ein komplettes System kaputt
geht oder zusammenbricht, ist natürlich absurd, weil dieses ganze marktwirtschaftliche System, und das benennt auch Schirmacher so, das wurde ja eigentlich dafür geschaffen, aus den Leidenschaften, aus den negativen Leidenschaften, aus vormaligen Sünden eventuell sogar, um das so zu überspitzt zu sagen, halt etwas Positives für die Allgemeinheit herauszuholen. Jetzt ist witzigerweise vor einigen Wochen, ganz kurz nach Ablauf der Garantie, mein Fernseher kaputt gegangen. Nun, ich habe mich gefragt, bin ich jetzt Opfer eines Zufalls geworden? Nachdem ich Schirmacher gelesen habe, ist mir die Idee gekommen, vielleicht doch nicht so ganz. Ja, wahrscheinlich warst du nicht Opfer eines Zufalls, vielleicht natürlich doch. Das kann man natürlich nie jemandem jetzt so ganz konkret vorwerfen, keiner Firma. Ich weiß natürlich auch nicht, wer das produziert hat, aber Frank Schirmacher, um jetzt auch wirklich nochmal ein Beispiel zu nennen, wie fundamental seine Kritik am Kapitalismus ist oder am herrschenden Kapitalismus, analysiert in seinem Buch sehr genau dieses Death Dating, das heißt die Vorausbestimmung von Todesdaten, von Gebrauchsgegenständen. Weil anders als es vielleicht eine der Vorstellungen von einem nachhaltigen Wirtschaften oder vielleicht sogar einer deutschen Wertarbeit oder so etwas entspricht, analysiert er ganz klar heraus, dass es eine Bestrebung gibt seitens der Industrie, dass bestimmte Produkte halt ihre Haltbarkeit verlieren, dass sie halt kaputt gehen, dass die Menschen sich die neu kaufen. Und damit erkennt er und analysiert er heraus, dass das natürlich eine fundamental wichtige Bedingung ist, damit der Kapitalismus überhaupt weiter funktionieren kann. Und ich denke genau über diesen Punkt, und es gibt etliche solcher Punkte in seinem Buch, wo er halt Anschlussstellen schafft, und er schafft Anschlussstellen an ganz interessante Debatten und auch an wichtige Debatten, die eben in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen und politischen Gruppen geführt werden. Also gerade diese Vorstellung davon, dass nachhaltiger Konsum, nachhaltiges Leben so schwer geworden ist, weil die Produkte das vielleicht überhaupt nicht hergeben, angefangen bei Autos bis zum Fernseher, vielleicht sogar bis zum IKEA-Bett, wenn man möchte, wird dann natürlich interessant für eben vielleicht ein konservatives Milieu, was halt auf gute Qualität sehr, sehr viel Wert legt, aber eben auch für, würde damit auch interessant für ein alternativeres Milieu, was sich zum Beispiel mit Fragen einer Postwachstumsökonomik auseinandersetzt, dass sie sagt, wir müssen halt eine andere Konsumkultur entwickeln, wir müssen eine andere Produktionskultur auch entwickeln. Und ich denke, deswegen ist dann das Buch von Frank Schirmacher als Konservativen eben auch ein ganz besonderer Brückenschlag, den er da schafft. Er verabschiedet sich nämlich dann auch indirekt dann von dieser Vorstellung, dass Wachstum, was wir heute immer noch anstreben mit unserer Wirtschaft, grundsätzlich etwas Positives ist, weil er eben auch erkennt, damit verbinden sich durchaus negative Aspekte, wie halt ein zu hoher Ressourcenverbrauch. Das steckt alles da drin und er macht es eben zugänglich für unterschiedliche Gruppen. Gleichzeitig muss man sich aber die Frage stellen, ist seine Kritik am Kapitalismus jetzt eine linke Kritik oder wie anschlussfähig ist sie tatsächlich mit einer linken Kapitalismuskritik? Ja, sicherlich ist Frank Schirmachers Buch eine Kapitalismuskritik, aber ich würde sagen, keine linke. Und ich glaube, seine große Kunst liegt, wie er es schon so oft unter Beweis gestellt hat, darin, aus diesen Schemen ein wenig auszubrechen. Frank Schirmachers Kapitalismuskritik ist eben keine marxistische. Und deswegen lässt sie sich nicht so einfach in die Logiken links-rechts einordnen. Sie analysiert den Kapitalismus aus einer anderen Ebene, aus einer neuen Ebene, wenn man so will. Ich glaube, das ist auch der große Beitrag, den dieses Buch zur Debatte liefern kann, weil sie sich eben den allgemeinen Antworten, die es bisher immer schon dazu gab, ein wenig entzieht. Und ich denke auch, dass die große Schwäche der beiden gegenüberstehenden Erzählungen, die den Kapitalismus bisher analysieren, also der Marktapologie auf der einen Seite und der linkssozialistischen Kritik auf der anderen Seite, liegt darin, dass, wie Carl Schmitt einmal gesagt hat, beide aus einer ganz ähnlichen Logik immer argumentieren. Mhm. Carl Schmitt hat damals, also er hat es aus der Logik seiner Zeit damals erklärt mit Lenin und diesem Stereotyp des großen Unternehmers. Also er hat gesagt, im Grunde wollen Lenin und der große Unternehmer genau das Gleiche. Sie wollen eine elektrifizierte Erde, hat er das damals genannt. Also eine Welt, in der die Materie zum Leitbild, zur Leitidee geworden ist, in dem der Materialismus zur Leitidee geworden ist. Und Reichtum. Genau, Reichtum und so weiter, genau, Kapital im Grunde. Und seine Kritik lag damals drin, also Schmitz und ich denke tatsächlich auch Schirmachers ein wenig, liegt eben darin zu gucken, dass die linkssozialistische, materialistische, marxistische Idee zwar der kapitalistischen Erzählung widerspricht, aber aus der gleichen Logik heraus argumentiert. Aus der Logik der Materie, aus der Logik des Kapitals heraus.
Schmidt meinte damals, im Grunde wollen Lenin und der große Unternehmer beide das Gleiche, sie wollen nur auf unterschiedlichen Wegen dahin. Und Schirmachers Antwort darauf ist eben keine große Erzählung, sondern viele kleine, viele sehr menschliche Erzählungen, eine Ideenkritik, an der wir selber, glaube ich, alle anschlussfähig nach uns fragen können, wo stehen wir eigentlich da drin? Und funktionieren wir darin oder gucken wir uns das Ganze nur von außen an? Und ich denke, dieser Blickwinkel. Jetzt wäre ja natürlich einer der großen Vorzüge einer linken Kritik zumindest am Kapitalismus, dass es eine irgendwie geartete Alternative zumindest verspricht, unabhängig davon, ob das jetzt was Gutes, Schlechtes, Gewünschtes oder nicht Gewünschtes ist oder so. Auf jeden Fall zeigt er etwas auf. Und da muss ich sagen, da bleibt Schirmacher natürlich dann auch hinter zurück. Er muss natürlich nicht die Alternative aufzeigen, aber am Ende des Buches steht man vielleicht mit einer brillanten Analyse da, aber weiß eigentlich auch nicht so genau, was man damit jetzt anfangen soll. Ja, das stimmt in der Tat. Natürlich, er liefert keine Antworten, es ist kein Rezeptbuch, es ist kein Rezeptbuch zur Überwindung der Krise, dann hätten wahrscheinlich diejenigen, die an den Schalthebeln sitzen, das Buch schon gelesen und die Krise längst gelöst. Ich denke vorher, das kann man empfehlen, sollten es noch ein paar Leute mehr gelesen haben.